Mit Oppo wagt sich ein neuer Hersteller ins Haifischbecken von den Top-Smartphones und tritt an gegen Samsung Galaxy S20 Ultra oder gegen das iPhone 11 Pro Max. Und wie sich das neue Oppo Find X2 Pro schlägt, das haben wir ausprobieren, und zwar ganz intensiv während über 2 Monaten. Mit 1249 Franken ist Oppo sicher kein billiges Gerät, aber es bietet halt alles, was man sich so wünscht. Von 512 GB Speicher über 5G und Wi-Fi 6. Neueste Technologien sind drin. Auch der neueste Prozessor Snapdragon 865 mit 12 GB RAM, wasserfestes Gehäuse, Schnellladung, ein grosser Akku, halt wirklich alles, was man sich so im Moment kann wünschen und vorstellen bei einem Flaggschiff. Aber ein paar Sachen haben mich noch etwas mehr beeindruckt bei dem Gerät. Bei Design und Optik stechen 2 Sachen raus. Da ist einerseits die Rückseite, die ist nicht nur einfach orange, sondern eben Kunstleder. Ein wunderbares Material, liegt gut in der Hand, rutscht nicht und ist auch weniger anfällig als eine Glasrückseite. Darum habe ich das erste Mal seit langem wieder ein Gerät ohne Hülle getestet. Das zweite ist der Screen. Der ist, wie man hier sieht, auch draußen, wenn die Sonne scheint, wunderbar ablesbar. 120 Hertz ist möglich. Tolle Bildwiederholfrequenz, scharf, gross, hell. Also genau das, was man sich wünscht. Und man kann alles automatisch einstellen, sodass auch nicht allzu viel Akku von dem verbraucht wird. Auffällig ist auch das Kamerasystem mit diesen 3 Linsen. Fototechnisch macht sie sehr schöne Bilder, vor allem wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und die Einstellungen ausprobiert. Und was mir besonders gut gefällt, ist der Zoom, der richtig brauchbar ist. Bis 10-fach Zoom kann man wirklich noch anständige Bilder machen. Das gilt übrigens auch für Video. Und zwar haben wir hier jetzt zuerst mal die Selfie-Cam. Das ist ein kurzer Video- und Audio-Test mit der Oppo Find X2 Selfie-Kamera. Und das sind jetzt Aufnahmen mit der Hauptkamera. Man sieht ein bisschen kühlere Farben als andere, aber mir gefällt das gar nicht so schlecht. Und man sieht auch, es ist sehr gut stabilisiert. Auch im 10-fach-Zoom kann man noch einigermaßen anständige Videobilder damit machen. Gibt es nichts Negatives zu sagen? Mir sind 2 kleinere Sachen aufgefallen. Einerseits, man kann nicht drahtlos laden, sondern nur, in Anführungszeichen, ultra schnell. 38 Minuten ist der ganze Akku gefüllt. Und das Zweite ist, dass da die Kamera schon recht raussteht. Wenn man es flach auf den Tisch legt, wackelt es ein bisschen. Aber das sind Kleinigkeiten insgesamt, muss ich sagen. Mein Fazit ist, ein super Einstieg in Flaggschiff-Märkte. Das Gerät kann problemlos mit allen anderen Top-Smartphones mithalten. Hat sogar ein paar Spezialitäten und Sachen, die anderen nicht haben. Und darum unbedingt eine Alternative, die man sich genau anschauen sollte, wenn man ein möglichst gutes Smartphone will.